Hallo liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans. Ihr habt am Freitag abgestimmt, dass wir die Familie Hauser in das neue Wohnhaus umziehen sollen. Vielen Dank, dass ihr so unglaublich viele Kommentare geschrieben habt. Und all denen, die nicht wollten, dass wir umziehen, möchte ich noch sagen, die Luxusvilla wird auf jeden Fall weiter in unseren Filmen vorkommen. Ich habe sie nämlich auch sehr lieb gewonnen und ich kann all eure Einwände verstehen. Aber mittlerweile kennt ihr mich ja ein wenig und dann wisst ihr, dass das neue Wohnhaus nicht so bleiben wird. Ich werde natürlich diesem Haus auch den Familie Hauser Look verpassen. Einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommt ihr gleich später noch. Jetzt möchte ich euch noch das neue Kinderzimmer zeigen, denn das kam im Video am Freitag ja noch nicht vor. Ich filme jetzt einfach mal rundherum, dann könnt ihr sehen, was da alles dabei ist. In diesem Set ist außerdem noch diese Kinderfigur, finde ich süß gemacht mit den Socken. Ich habe jetzt auch mal beim Bad und bei den anderen Zimmern das ganze Zubehör ausgepackt und aufgestellt. Hier seht ihr das Bad. Da ist zum Beispiel auch diese Waage mit dabei. Diese zwei Figuren, ein Fitnessrad. Und diese Lampe. Das hier ist alles vom Schlafzimmerset. Auch hier ist eine Lampe dabei. Und diese Figur. Dann hätten wir noch das Wohnzimmer mit einer kleinen Lampe am Sofa. Bei einmal drücken ist Dauerlicht, bei zweimal drücken wechseln die Farben. Das ist die Wohnwand. Außerdem ist ein Saxophon dabei und ein ferngesteuertes Auto. Im Wohnzimmerset sind diese zwei Figuren enthalten. Auch in der Küche habe ich mal alles aufgestellt, was so dabei ist. Ich finde das Geschirr ganz schön und es sind auch einige Lebensmittel dabei. Und zum Küchenset gehören diese Figuren. Beim Gebäude sind diese Gartenmöbel dabei. Auch ein kleiner Hund. Ein Grill und dieser Mann mit einer coolen Schürze. Die ist doch wirklich gut, oder? Und das hier ist auf jeden Fall mein Lieblingsset. Die Gartenparty finde ich super gelungen. Hier sind Melonen und Burger dabei, ein süßes Planschbecken. Ein großer Grill. Eine Schaukel. Und diese Lichterkette. Man kann auch hier zwischen Dauerlicht und Blinken wählen. Ihr habt jetzt nochmal einen Überblick bekommen und ich fange jetzt ein wenig an zu erklären, was ich hier alles verändern werde. Wände und Böden werden natürlich noch anders. Und jetzt sind wir ganz oben im Kinderstockwerk. Hier hinter mir wird es ein extra Kinderbad geben. Ich habe schon ganz süße Fliesen dafür. Und dieses Geländer muss rein schon aus filmtechnischen Gründen auf jeden Fall raus. Hier unten auch.
Orange ist jetzt einfach überhaupt nicht meine Farbe. Außerdem sind es dieselben Türen wie bei der Kinderklinik. Deshalb kommt das alles raus, auch die Dachfenster. Die Haustüre ist auch orange, deswegen erstmal raus damit. Allerdings kommt die dann wieder rein, nachdem ich sie modern umgestaltet habe. Hier muss ein Esstisch hin, denn der Sitzplatz in der Küche reicht uns nicht als Familie. Ansonsten gefällt mir die Küche sehr gut, die wird bleiben. Wohnzimmer. Ich werde Oma und Opa fragen, ob sie dieses Sofa und den Couchtisch wollen. Ich möchte unser jetziges Sofa behalten, das finde ich schöner. Fernseher nehmen wir auf jeden Fall, der ist nämlich viel größer als unserer. Fernsehtisch ist auch gut, nur die Schublade kommt raus. Regale, ja, die kann ich wahrscheinlich verwenden. Das Bad ist auch schön, da mache ich aber andere Spiegel, die hier kann ich abmontieren. Und das Schlafzimmer lassen wir erstmal. So, ihr seht, da kommt noch einiges an Arbeit auf mich zu. Aber ich bin mir sicher, dass das ein sehr gemütliches, modernes Wohnhaus werden wird. Wir haben es mit dem Umzug nicht eilig, deshalb kann der Umzug noch dauern. Wir sehen uns vorerst weiterhin in der Luxusvilla. Bis bald. Tschüss!